Einen wunderschönen guten Morgen, Sternenbürger. Es ist Sonntagvormittag und es ist ja schon mächtig was los im Chat. Hier ist die Space Bear. Ja, und der Space Dirk. Und ich habe mir überlegt, ja, nicht guten Morgen zu sagen, sondern mal gehen. Weil für den einen ist es Mahlzeit, der schon gerne eine Lasagne essen würde. Und für den anderen ist es morgens, der noch seinen Kaffee trinkt. Ja, ja, der ist gut. Ne? Wir haben einen neuen Follower. SAS2475, der Special Air Service, habe ich schon Knoten in der Zunge. Hallo Ian, schön, dass du dabei bist. Genau, dafür gibt's auch gleich ein. A new follower. Hell yeah. Jawohl, genau. Genau. Dann begrüßen wir mal von oben nach unten, nicht, dass ich jemanden vergesse. Katsche, guten Morgen, der wartet auf die Brötchen. Ja, sag mal, Trini soll uns mal welche vorbeibringen. Könnten wir auch gut gebrauchen. Dann, wer ist denn noch? Der Stone, hallöchen Stone, schön, dass du dabei bist. Hat irgendwann heute noch vergessen, oder? Okay. Das war's erstmal. Ja. Schön, dass alle da seid. Auch von mir ein wunderschönen guten Morgen. Mahlzeit, wie auch immer. Ja, wir hören uns heute noch so ein bisschen ja, leicht mau an. Ja. Wir haben gestern den Staffelkanal von Palladium mit 25 Spielern besetzt. Man muss sagen, begonnen hat das ja mit drei Mann. Genau. Mit Dirk, mit dem Kangoa und mit mir. Und es kam immer mehr. Und daraus wurde dann wirklich ein sehr vergnüglicher, netter Abend im Xeno-Thread. Genau. Wir haben also Kisten geschleppt und geballert, was das Zeug hielt, was das Material aushielt. Genau, jeder mit seiner Spezialität, ne? Die einen geschossen, die anderen Kisten geschleppt. Und ja, ich habe einen guten Eindruck gemacht. Ja, ich auch. Schon geflogen, ne? War ja ganz schön. A new follower. Hell yeah. Wir haben Lauf heute, wir haben einen neuen Follower, Ulf Enra. Vielen Dank für den Follow, schön, dass du dabei bist, schön, dass du es geschafft hast. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Carsten macht sich da oben auch schon bereit in einem Kanal, der Minio, vielleicht ist der heute auch am Stream. Ja, für Enra ist es ein Abend, ja, gut. Vielleicht vom Nachtdienst gekommen oder heute Nacht durchgezockt. Wer weiß. Wir waren ja auch fast nah dran. Also für unser Alter zumindest. Ja. Also ich bin auch hundemüde, todmüde. Ich weiß ja, dabei, ich habe eigentlich relativ lange geschlafen. Aber das war doch, hat Spaß gemacht, aber es war doch anstrengend. Genau. Ja, Energie, einen Hallo, wunderschönen Energie. Guten Morgen. Ja, wie soll es uns gehen? Ja, man hört es noch so ein bisschen. Müde. Ne, wir haben da noch so ein, ne, wie sagt man, Hangover. Ne? Kleinen Hänger. Von gestern, aber ja, war lustig, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ein bisschen was verdient. Und gesund gefrühstückt eben. Ja. Läuft das. Ne, passte wunderbar. Ne? Ja gut, das ist natürlich auch nicht gerade ein Highlight, ja, zwei Wochen lang nicht richtig geschlafen hat. Ja, wir kennen das von unseren Nachtdienstzeiten her. Jo, geht bei mir ab morgen wieder los. Genau. Ne, nächste Woche müssen wir mal gucken, wie wir da streamen. Aber ich denke mal, vielleicht kriegen wir das Donnerstag ja irgendwie mal rein. Ansonsten. Ich denke Mittwoch. Ich denke Donnerstag bei Besprechung. Ja, oder Mittwoch. Ja, je nachdem müssen wir mal gucken. Ja, da also komm, guck Spätdienst, mal. Ja. Wir werden uns da entweder auf Mittwoch oder Donnerstag vielleicht einigen. Ja, mir ist das egal, ich hätte beide. Passt es ja gar nicht. Ja, weil wir ja gegenschichtig arbeiten, aber gut. Ja, hat immer alles so seine Vor- und Nachteile. Ja. Ne? Wollte ich gerade sagen, hat alles Vor- und Nachteile. Ist die Nachtschicht ruhig, ist alles prima, ist er nicht ruhig, bist im Eimer. Ja. Genau. Aber gut. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es. Ja, das ist leider definitiv, so. Definitiv. Aber wollen wir mal nicht heulen, ne? Nein. Das soll auch kein Geplärre und kein Geheule sein. Ich sage ja mal Augen auf bei der Berufswahl, ne? Ja. So sieht das nämlich aus. Na gut, ja, dann starten wir mal so langsam rein hier in das ganze Programm. Was haben wir uns heute ausgedacht? Ja, wir wollten noch mal so ein bisschen Star Citizen News zeigen. Und ja, es gab ja wieder so ein schönes neues Video von Star Citizen, den Sprints, den Winter 2022 und ja, dazu
mache ich, glaube ich, mal die andere Musik erstmal einmal aus und dann lauschen wir da mal so ein bisschen rein, was es hier mal wieder so Schönes Neues zu berichten gab. Inside Star Citizen. I'm Jared Huckabee and let's get into it. Following our look at new derelict concepts a couple weeks ago, members of the environment team have begun. Gerade einen Einsatz gekriegt und wusste jetzt gar nicht warum. Genau, da geht es um die Schiffswracks, dass die Entstehung. Wie das alles in der Whitebox entsteht und wie weit sie da schon sind mit der Entwicklung. Das wird auch mit Sicherheit eine Mission werden, die jetzt sehr, sehr spannend sind, die ganzen dann zu entdecken. Das wird mit Sicherheit wieder ein Meilenstein werden. Genau, ja, da ist das Environment-Team gerade dabei. Ne, die sogenannten Derelicts sind das. Und die wollen das realistischer machen, eben als Wrack, das so alles so in sich verbogen ist und zerdellt ist und dass das wohl auch von Zeit zu Zeit wohl auch so einen Verfall darstellen soll, wenn ich das so richtig verstanden habe, was da so gesagt wurde. Ja, gut, dass die Natur das so nach und nach dann wiederholen, genau. das ist auch cool. Also wenn man das sich anguckt das erste Mal und wenn man sich das ein paar Wochen später wieder anguckt, dass es sich dann wieder ein bisschen verändert hat. Ne? Ja, definitiv. Ja, sieht schon ganz cool aus. So, ne? Ah, das sind die Outlaw-Routen. Das war echt ein Knoten. Da kann man dann Spuren nachgehen von Kratzspuren oder irgendwelchen Marks an den Wänden und kann dann Sachen looten, entdecken. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt muss ich mal da gucken, im Pyro-System dann wahrscheinlich stattfinden oder auf Nyx. Ne? Aber das ist noch ein bisschen, also man sieht ja schon, es ist ja schon so weit, so gut, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. And content rewards for those who spend a little extra time. Die werden auch jedes Mal verändert, also die werden nicht jedes Mal gleich aussehen. This is still very much a work in progress, with only the earliest of lighting, texture and prop passes being complete. But it's a neat look at how these stations are pushing not just the new sieht man ja so Kratzspuren, wo was lang gezogen wurde. Ah, hier ist der Schiebler, das Geheimgang, genau. Genau. They won't be assembled the same way. Das wird interessant werden. Ach, sowas mache ich auch gerne. Sowas finde ich cool. Members of the environment team also took a sprint. Oh, da kommen neue. Es werden neue Hangars entwickelt. Small and medium-sized hangars to the ring structure of. Neue kleine Hangars, nicht nur die, ich weiß nicht, ob die Pets verschwinden, wahrscheinlich nicht, aber die werden halt deutlich weniger, weil so die Dynamik des Spiels verbessert werden soll. Wo die jetzt da verbessert wird, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, aber. Ja. Also ich habe so das Gefühl, die wollen noch mehr Hangar da reinpacken, weil das wird nachher ein bisschen zu wenig vielleicht. Genau, da sind wir beim Reputationssystem, bei den Fahnen. Das Interface wird verändert und es wächst auch. Es kommen Erweiterungen, ist jetzt noch Kidnapping, Diebstahl, Warentransport und Schmuggel. Und es soll auch noch um einiges erweitert werden, aber darauf wird erstmal der Fokus gelegt. Icons for several more reputation paths were proposed, including. Chris, guten Morgen, Tanner, hallöchen. Na, bist du fit? Wir leider nicht. Ja. Wir sind noch müde von gestern. Genau. Weiß ja nicht, wie lange ihr noch gemacht habt. Ja, stimmt. Now these aren't the full array of possible. Ja, hier sieht man ja so die ganzen Icons, die da schon so erstellt wurden, ne? Selvage, also da kommt noch eine Menge dazu, wo wir dann unsere eigenen Reputationen dann eben machen können in den Bereichen, um uns da so ein bisschen auch zu spezialisieren. Genau, ne? Und dann auch unser Gameplay darauf ausrichten können. Ne? Ach ja, das fand ich jetzt nicht so spannend. Ja, das ist die Beleuchtung auf der... Now these sanity passes are essential in ensuring the latest Mentis, genau. Assets that were built prior to their implementation, as well as keep some of the older stuff just looking as good as the newer. Now this happens on everything, and the Mentis here is just the most recent example of updates that don't just make Missionstypen, genau, das wird mit Sicherheit auch nochmal interessant. Mit Kidnapping, ja, wie sie das so entsprechend umstellen wollen oder darstellen wollen. Soll ja nachher dann auch für Spieler diese sogenannte Surrender-Mechanik dann ja auch noch kommen, wo man sich dann ergeben kann und vielleicht dann auch noch entführt wird.
Chris, bis 12 habt ihr noch gemacht, oder hast du noch gemacht? Da waren wir ja so gar nicht weit auseinander entfernt. Genau, dann sind wir jetzt auf Orison. Da wird es neue Büros für Führungskräfte geben. Aber was ich ganz interessant fand, also welche Abenteuer der Spieler da erleben wird auf diesen oder in diesen Büros, das wissen die selber noch nicht so genau. Die wissen selber noch nicht so ganz genau, wo da jetzt der die Reise hinführt. Also das ist noch wirklich sehr in der Entwicklung. Das mit Fahrstühlen, mit Konferenzräumen und allem Pipapo. Genau. Genau, er kann es selber noch nicht sagen, weil er das Meeting verpasst. Ja, oder so. Der gute Jared. Genau, schaut toll aus, aber sinnfrei. Das wollte es nur nicht sagen. While unifying some of the scale reads, where some items in the back half seem to feel a little more chunky compared to those in the front. Ja, die Roadmap in dem Büro finden. Genau. Ahead of Salvage's intended release. Ja, die Vulture wird hier vorgestellt. Mit eben den ganzen Details und ja, hier die Hall A, die ja in A317 ihren Weg finden soll, veröffentlicht werden soll. Genau, die Vulture soll ja dies Jahr auf jeden Fall veröffentlicht werden. Ne? Ja, also wir aus dem Profitbereich freuen uns da schon drauf. Auf die Hall. Auf die Hall-Serie und dann ja, schauen wir mal, wollen wir mal hoffen, dass dann einige Waren ja mehr vorhanden sind und nicht so geringfügig, dass man ständig dann auf die Server-Ticks warten muss, bis wieder was Neues hergestellt wird. Ja, hier, unser Tenne feiert schon die Halle. Ja, genau. Er wartet ja sehnsüchtig schon. Ja. Ja, Banu Merchant Man wird ja auch heiß erwartet von vielen. Ist noch in der Whitebox und wir wissen ja selber, danach kommt erstmal dann die Greybox und. Das dauert noch ein bisschen. Ne, so wie ich das rausgehört habe, ne, mit der Whitebox guckt man, ob das so von den Größendimensionen auch so alles passt, dass die Spieler da genügend Platz zur Verfügung haben. Einiges mussten auch schon ändern, ein paar Treppen mussten sie schon ändern, weil die zu eng waren. Ja. Und interessant wird, ja, da ist er, der Geschützturm. Der wird auf jeden Fall sehr interessant, weil der sehr frei im Raum ist. Man kann also auf die Ebenen darunter runterschauen. Also da bin ich sehr mal gespannt drauf, wie sie das umsetzen wollen. Ich randaliere hier gerade ein bisschen. Ja, wenn die rauskommt, ich glaube, dann wird hier auch erstmal im Teamspeak was los sein. Dann machen wir erstmal, glaube ich, eine Führung mit denjenigen, die so eine besitzen. Ne, die können uns dann mal so ein bisschen da durchführen und dann schauen wir uns die mal in Ruhe an. Ich glaube, da brauchst du auch ein bisschen zu, ne, um die sich anzuschauen. Ja. Oh Gott. It's a massive gun. And this massive space that houses it is actually open to the decks below it, which should make for quite the view before the turret forms down around you and sucks you up into it. Raises above the exterior of the... Ja, wir müssen eben warten von Patch zu Patch, was eben kommt, die Erwartungen nicht zu hochschrauben, ne? Aber ich glaube, wie gesagt, schon, dass sie mit einigen Sachen schon so ein bisschen weiter sind, aber naja, gut, wie gesagt, da fehlen manchmal dann eben grundlegende Sachen als solches. Wie gesagt, Banu Merchant Man ist jetzt auch nicht gerade so, wo ich unbedingt drauf warte. Ja, wie Chris schon geschrieben hat, Hal C wird interessant. Ja, da muss ich mich dann auch mal outen. Halt sie als solches, halt sie habe ich mir auch geholt. Ein Upgrade zumindest von der Caterpillar. Ja. Hier sieht man so ein paar Outposts, ne, wie es nachher dann auch auf Pyro sein soll. Wir haben ja auch einige schon in Videos gesehen und ja, die werden wohl auch so ein bisschen auch verfallen oder werden verfallen dargestellt. Ja, im Kartell hat keine Merchantman, also ich zum Beispiel. Ja, ich auch nicht. Weil da hört es dann ein bisschen auf. Ich habe mich dann mehr Richtung Geleitschutz dann auch mal ein bisschen aufgestellt von den Schiffen her. M-Stone auch nicht.
and that the reputation system is on the cusp of expanding into a wide variety of legal and not. Aber die grundlegenden Ideen finde ich schon mal ganz gut. Klapper gehört nochmal zum Handwerk, das ist nun mal so, ne? Genau, ne? Und wie gesagt, auch das mit dem Reputationssystem, dass sie sich da Gedanken machen. Wie das so auf verschiedene Bereiche eben auch ja, sein soll. Ja, seht ihr, da haben wir schon wieder. Thanks for watching. Das war's mal wieder, ne, was es so Neues gab hier in dem kleinen Bericht. Ja, alles andere, wie gesagt, müssen wir uns eben auch so ein bisschen überraschen lassen, was da so uns nachher letztendlich präsentiert wird, was wirklich draus wird. Wir haben ja nun oft genug gesehen, dass immer mal wieder Rückschritte da waren oder die Erwartungen so hoch waren, die nicht erfüllt werden konnten. Und von so aus gesehen, Ruhe bewahren wird schon werden. Ja, ich sehe schon hier Hall-I, also das wird hier, ne? Kraken, ja, Kraken. Kacha 2 wird interessant. Ja, definitiv. Es wird definitiv ein neuer Meilenstein, ja, auf jeden Fall. Mal gucken, wann er eintrifft. Genau. Ja, dann wollte ich eigentlich nochmal ganz kurz was zeigen für alle, die hier mit Touchportal arbeiten und vielleicht auch nebenbei ja hier dabei sind, um ihre Lautstärken zu regulieren. Es gibt mittlerweile, wie man hier sieht, Schieberegler. Gut, die sind jetzt hier in Touchportal als solches nur ja in dieser Stellung zu sehen. Nachher auf dem Tablet oder was man auch letztendlich benutzt, ja, sind sie natürlich entsprechend ihrer Lautstärke dargestellt in der Höhe. Und ja, damit kann man dann auch eben seine Lautstärken kontrollieren. Entweder ja für sein Windows-System hier, wenn man das möchte, um Musik lauter und leiser zu machen, wenn man im Teamspeak ist oder im Spiel. Beziehungsweise eben für uns, ihr seht es ja, ne, wir haben da unsere verschiedenen Tonspuren drauf, die wir hier bedienen. Und ja, ansonsten logischerweise unsere üblichen Szenen, die wir hier, ja, oder wo wir hier entsprechend mit umschalten. Und ja, so sieht das letztendlich im Moment bei uns auf dem Tablet aus. Ist etwas verändert, im Gegensatz, wie es früher mal war. Weil wir, wie gesagt, auch eben wollten, dass wir hier die Lautstärken entsprechend anpassen können, wenn wir das müssen und ich da nicht immer irgendwie in OBS da letztendlich rumfummeln muss. Ja, das so gesehen zu Touchportal. Wer das noch nicht kennt und ja Fragen dazu hat, dann ja immer raus damit. Wir finden das sehr gut, sehr angenehm, das Programm. Wir bedienen da teilweise auch Star Citizen mit, aber da gut, durch dass sich eben immer viel, viel ändert in Star Citizen, lohnt sich das manchmal dann nicht so, einige Sachen einzurichten, weil die sind dann wieder schneller weg, als einem das so manchmal lieb ist. Ja, okay. Ja, wie gesagt, wenn ich da Hall-I sehe und überlege, was wir dann an Ware da rumschippern, Enra, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ja, werden einige Werte sein, die wir da ja, geleiten müssen, Schutz bieten müssen. Da brauchst du dann auch immer gute Piloten, obwohl die doggen ja nur, ne? Da brauchst du ja nichts ja, lang. Genau, genau, genau. Aber auch am besten nicht gegen Meteoriten, Asteroiden oder oder ähnliches stoßen. Kommt da nicht so an. Ja, ich muss hier nur noch mal kurz was umschalten. So, jetzt haben wir es in der richtigen Reihenfolge hier. Wunderbar. Ja,
Was haben wir sonst noch gemacht? Ich habe mir die letzten Tage mal immer wieder so ein bisschen Gedanken gemacht über die Würfels. Wir benutzen ja hier ein HOTAS-System. HOTAS, Hand on Throttle and Stick. Gibt ja auch noch die Dual-Stick-Benutzer, also die HOSAS, wo man eben ja zwei Joysticks hat. Und es gibt auch noch HOMAS. Hands on Mouse and Throttle, wie das so richtig funktionieren soll, ja, naja, weiß ich auch noch nicht so, aber für uns zu viel, ja, und ihr seht es gleich, ich blende mal schon mal hier von Spacebear das ein. Icke, moin, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Icke. Ja, HOSAS, ja, das ist SAS, also Rings schreibt es schon, ja, das ist für mich ist es nichts, für mich ist es einfach, nicht intuitiv genug, da komme ich noch nicht so ganz mit klar. Darum habe ich auch genau das gleiche System wie Bettina und so können wir auch unsere Joystick-Belegung mal weitergeben. Ja, Joystick-Belegung, wie gesagt, ich habe mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht. Wollen erstmal in die Options reingehen. Dann gehen wir in die Keybindings, aber erstmal trinke ich nochmal einen Schluck. Ja, wenn ich es richtig gemacht habe, habe ich bei Bettina in das Verzeichnis auf ihrem Rechner schon die entsprechenden Dateien rübergeschoben. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, weil das habe ich schon so manches Mal hier vergessen. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken. Ich mache jetzt hier nämlich bei mir auch nochmal Star Citizen das Verzeichnis auf. Und zwar... Na, mit meiner Stimme heute wird das aber richtig toll werden. So, und zwar, ich schalte noch mal kurz auf den Bildschirm um. Hier ist es zu erkennen, ihr habt das auf dem Laufwerk C. In Program Files, Robert Space Industries und dann kommt das Verzeichnis Star Citizen, dann das Verzeichnis Live, dann das Verzeichnis User, dann Client, dann Null, Controls und Mappings. Ja, und wenn wir dann bei dem Thema sind, wird ja immer empfohlen, wenn ein Patch kommt, man solle doch dann bitte das User-Verzeichnis löschen. Ja, das kann man machen, aber damit sind natürlich auch diese exportierten XML-Dateien verschwunden. Und die Steuerung ist dann vielleicht mal verschwunden. Darum unsere Empfehlung hier, dieses Verzeichnis Mappings oder die Datei da drin immer mal wieder irgendwo auf einem anderen Laufwerk zu sichern, falls da mal sowas passiert. Diese Datei wird nicht automatisch erstellt, die müsst ihr natürlich auch selber speichern in den Keybindings und auch von dort aus wieder einlesen. Darum schalte ich mal wieder zu Bettina zurück hier, zu den Keybindings als solches, die sie jetzt erstmal lädt, nämlich genau über Control Profiles und dann müsste da eigentlich genau Würfel 3.16.1, genau das musst du einmal laden und dann wird man eben danach gefragt, ja, was Keyboard ist, man könnte ja auch einiges umbelegen, Joystick und dann kommt da eben der Joystick 1, genau, und dann lädt man das Ganze und somit ist es fertig geladen. Abspeichern auch genau über das gleiche Menü, über Keybindings und dann rechts so lange auf Joystick roter schalten, bis man da ist und dann geht man auch wieder auf Control Profiles.
Einmal Control Profiles bitte. Links, ja, weiter. Ja, genau da. Und dann ne, Save Control Settings. Und wenn man da drauf drückt, dann kommt ein Bildschirm. Und dann kann man dort einen Namen angeben, unter was man das abspeichern möchte, und drückt dann einfach Save. Aber da wir das ja haben, ja, drücken wir einfach nur Cancel und gut ist gewesen. Und haben schon alles wieder so hergestellt, ja, wie es eigentlich auch bei mir läuft, genau mit den gleichen Einstellungen. Ja, für Hosas, ja, da braucht man wirklich ein paar Stunden sicherlich, sich dran zu gewöhnen. Ich hatte auch schon mal zwischendurch überlegt, ob ich da nicht mal mit anfange, aber letztendlich habe ich mich dann dagegen entschieden. Wir haben hier mit unseren Würpels ja mehr als genug Knöpfe und Möglichkeiten, wo ich dann eben auch mal gucken muss, was ich worauf lege. Ich denke mal, wir haben gerade mal, naja, 10-15% der Tasten belegt, die da so belegt werden können. Und von so aus gesehen, naja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Da wird sich noch so viel ändern im Laufe der Programmierzeit von Patch zu Patch, dass wir da ja noch genug Anpassungen machen müssen. Ja, ich gucke jetzt gerade. Ja, entweder Handy oder Tablet. Ja, da verbindest du so gesehen deinen Rechner mit. Was ich eben gezeigt hatte, war eben das, was auf Windows in dem Sinne läuft. Und das ja, Bild, was innen drin zu sehen war, ist eben das, was wir hier auf unserem Tablet sehen, und damit steuerst du das Ganze eben, ne? Du verbindest es ja letztendlich über WLAN als solches, ne? Ja, genau, da sagst du was, Brings oder SAS. Ja, in den Settings ist auch für VKB jetzt eine Option für Dual Sticks. Das wird jetzt immer mehr erweitert, habe ich zumindest gelesen in Spektrum. Da wird es noch ein paar Erweiterungen geben auf andere Joystick-Hersteller, unter anderem auch. Ja, unsere Würpels, da soll es demnächst auch was geben. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt so, dass wir erstmal so die Grundfunktion hier so gelegt haben. Ja, wie wir das eben für intuitiv finden. Und ja, klar, wir können natürlich auch unsere Belegung weitergeben. Aber ich hatte auch, als ich mit den Würpels hier angefangen hatte, von anderen mir die Belegung geholt, aber letztendlich ja, ist das nicht sinnvoll, so finde ich zumindest, sondern man sollte gleich von Anfang an sich das selber so zurechtlegen, wie man das haben möchte. Und ja, wenn wir da noch ein bisschen mehr zusammengelegt haben oder belegt haben, dann werden wir mal hier so ein paar Bilder zeigen, was wir worauf gelegt haben. Da gibt es ja so PDF-Dokumente, damit man sich das auch ausdrucken kann und letztendlich weiß, was wo drauf liegt. Und wenn das so alles beschriftet ist, dann werden wir das mal entsprechend vorzeigen. Aber das wird noch lange, lange dauern. Weil, wie gesagt, wer weiß, was im nächsten Patch wieder an Tastenbelegung ist oder was dazu kommt. Oder, ne, gucken wir mal. Ja, SAS benutzt auch hier Game Glass, genau, das kann man ja auch benutzen. Game Glass ist also eine Option, die ja für Star Citizen eben da ist, aber eben keine OBS-Steuerung oder ja Windows-Steuerung oder für irgendwelche anderen Programme zulässt. Und von so aus gesehen war Game Glass, auch wenn es ja grafisch schön aussieht, aber schnell wieder raus, auch für Touchportal gibt es da entsprechend ja, einige Sachen, wo man
ja, entsprechende Grafiken laden kann, die dann auch schön aussehen, um ja so nicht so, so ein Schiffscockpit zusammenzustellen. Aber naja, gut, ich sag mal, da sind wir jetzt nicht so oder noch nicht so fanatisch hinterher. Da müssen wir mal bauen. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal, dass wir uns hier ein riesiges Cockpit bauen. Nein. Lass mich kurz überlegen. Nein. Wenn du das gerne möchtest, ich glaube ich nicht mehr. Sieht immer cool zum Anschauen. Ich gucke mir das auch total gerne an. Das finde ich total klasse. Aber ich finde, irgendwo ist das auch mal gut. Naja. Das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn du das gerne möchtest, bitte. Nein, nein, nein. Geh mal ran. Wie gesagt, irgendwo muss ja auch mal so langsam gut sein. Nein, gesagt, nein, 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 nein. Die Commander hat gesprochen. Mm-mm. So schlimm ist es nicht. Ich habe nur gesagt, ich für mich möchte es nicht. Also noch, die Gott, wer weiß, was in 10 Jahren ist. Vielleicht sage ich in 10 Jahren, vielleicht habe ich dann hier sowas. Ja. Wer weiß das schon so genau. Ich wollte ja auch nie Purple haben, davon mal abgesehen. Genau. Ja, Inra, wie gesagt, ja, USB-Connection, genau, die gibt es auch noch. Das, die habe ich ganz vergessen. Ja, ja, gibt es aber auch genügend Hilfe, wenn da irgendwelche Fragen sind. Und zwar auf ja, Discord, was wir ja sonst hier nicht benutzen bei uns in der Orga, aber da sind wir ja auch drauf. Und ja, da ist wirklich ein schöner Discord-Server, wo viel, viel Hilfe ist, auch auf Deutsch und Englisch, so wie man das eben ja haben möchte. Und viele Plugins. Und ja, da kann man sich also wirklich umgucken und genügend ausprobieren. Also, ich habe da auch noch nicht so den Endpunkt gefunden. Da gibt es auch noch das eine oder andere, wo ich auch immer mal wieder hinschiele und dann doch nochmal irgendwas installiere, so wie Wetter oder sonst irgendwas. Und mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, einige Sachen vom Bildschirm auf dem Tablet zu übertragen. Das will ich mir auch nochmal angucken, weil dann habe ich nämlich den Stream-Chat hier auf dem Tablet als solches. Ja, bilden wir erstmal eine Party, würde ich mal sagen. Ne? Das war mein Stichwort. Genau. Ist zum Thema Commander. Richtig. Wo möchten wir denn hin? Ja, EU-Server. EU? Jawohl. So verstanden. Das ist... Ja, geht ansonsten doch, ne? Haben Bettina und ich ja auch mal unser Portemonnaie wieder aufgemacht. Und ein bisschen was gekauft. Ah, jetzt ist am überlegen, was wir gekauft haben. Das Hoverquad. Ja, genau. Genau. Das Hoverquad haben wir gekauft. Genau. Habe ich auch gleich bei der ersten Fahrt kaputt gefahren. Ist das überhaupt schon wieder neu geclaimed? Ja, klar. Na ja, gut. Ah, das dauert 6 Sekunden. Ja, also, das geht relativ flott. Genau. Flotti Kalotti. Gott sei es gedankt. Ja. Aber das ist ganz cool, aber irgendwas, also ich bin ein paar Mal irgendwo gegengeschmettert und das, da habe ich es wohl also wirklich mit kaputt gemacht. Ich musste mich da nochmal ein bisschen mit befassen. Ich finde das ganz witzig. Es ist jetzt, wir hatten das ja gestern schon beim Xenos-Thread nebenbei diskutiert, dass viele das doof finden und für nichts nütze. Ich finde es mal so ganz witzig, einfach mal über den Planeten zu heizen. Also mir macht Spaß. Dafür ist es einfach. Oh, ITS Tiger. Hi. Ach. Schön, dass du da bist. Genau, ITS Tiger, ein wunderschön. Ja, du legst ja, glaube ich, auch in einer halben Stunde los, ne, mit Stream. Habe ich das so richtig im Kopf? Tenne, ja, ist ein Funmobil, ja. Genau, ist ein Funmobil, ganz genau. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde, das darf auch mal sein. Das muss nicht immer alles zu was Nutze sein. Genau. Der billigste LTI-Token. Und das dazu. Das war dann auch so unsere Idee. Dann zu sagen, okay, wenn man es nachher wirklich nicht mehr gebrauchen kann, dann ist eben der Zeitpunkt da, wo man dann eben irgendein Upgrade macht und das Ganze auf LTI hat. Genau, und es ist ja wirklich günstig gewesen, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Das war echt mal so ein Spontanschuss.
ja, ITS, dann, also Tiger TV, dann werden wir nachher mal zu dir rüber raiden. Und dann. Je nachdem, wie lange wir machen, beziehungsweise du heute vorhast. Und demnächst können wir ja mal schauen, wenn du mal Star Citizen wieder anspielst, ne, dass wir zusammen mal ein bisschen was unternehmen. Und machen, wir haben da, oder Bettina hatte da noch eine ganz andere Idee, wie man mal so ein Event aufbauen könnte, so am Wochenende. Ja. Da werde ich so oder so dann nochmal im Wege des Studios aktiv werden, hier in der Organisation. Dann werden wir mal gucken. Ich habe gerade schon Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Nein. Aber da ja, wollen wir erstmal noch nichts groß von verraten. Könnte auf jeden Fall interessant werden. Genau, ne? Schauen wir mal. Ne? Ja, genau, mit den Steinen. Genau, das Problem hatte ich nämlich auch so ein bisschen. Aber gut, ich habe natürlich auch gleich Vollgas gegeben, weil ich habe gedacht, mal gucken, was geht. Ne? Es ging nicht, da ging dann wirklich nicht mehr viel. Das muss man wirklich ein bisschen üben und ein bisschen mit Gefühl machen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, es ist ein Funmobil, genau. Nicht mehr und nicht weniger. Mir hat Spaß gemacht, trotz alledem. Ich fand's witzig. Ja, was wollen wir heute machen? Also ich will mir auf jeden Fall mal wieder die Kartellrüstung holen. Ja, bin ich dabei. Ich habe ja auch ein bisschen was. Flattern wir da erstmal hin. So ein bisschen was auf der hohen Kante mittlerweile. Genau. Ich habe noch nie über 1 Million gehabt, noch nie. Ja, und das ist eben auch der Vorteil. Und da will ich mal wieder so ein bisschen, was holen wir uns denn? Oder wollen wir mit der... Ach, mach mal was Schickes. Mach was Schönes. Schickes. Ja. Gut, dann werden wir mal hier... Ja, die 325. Kennen wir. Nimm doch mal was du lange nicht hattest. Ja, hier, die 325 hatten wir schon länger. Ja, die ist auch schön. Da bin ich letztens auch, die nehme ich auch so selten. Die ist echt cool. Ja, man hat ja schon genügend Schiffe hier so zur Auswahl. Es wird ja immer mehr statt irgendwie weniger. Ich weiß auch nicht. Achso, muss ich erst claimen. Ja, ach, das ist ja relativ schnell gemacht. Ja, alles hier. Gut. Ja, wir hoffen, dass irgendwann mal das System rauskommt, dass man hier Schiffe auch in der Organisation eben ja weitergeben kann, vermieten, verleihen, wie auch immer. Das wird mit Sicherheit kommen. Das wird mit Sicherheit auch so ein Standbein sein, ne? So ein Was hatten wir letztens? So eine Karriereleiter sein, ne? Ja. Salvaging oder Forscher, SAR, weiß der Henker. Kidnapping, was wir vorhin hatten. Ja. Warentransport, Trading, Schmuggel. Ja. Ja. Wie gesagt, das wäre mal eine schöne Sache. Dann machen die ganzen Schiffe auch Sinn. Und das ist ja auch immer, was ich so sage, kommen ja auch mal wieder so Mitglieder hier in die Organisation rein oder... Jemand, der sich für die Organisation interessiert oder einer Organisation beitreten möchte und dann sagt, ja, aber ich habe nur ein kleines Schiff oder sonst was. Ja, das ist vollkommen uninteressant. Es muss nicht jener mit einer HAL-I oder Bam Merchantman oder was auch immer hier durch die Gegend fliegen. Perseus, Polaris und wie sie da nicht alle sind, sondern ja, kleine Schiffe werden natürlich auch benötigt. Genau. Das, ja, ums Grundsätzliche. Meisten haben so ihre Berechtigung, ne? Genau, und andererseits, wie gesagt, hier dann eben mal andere Schiffe zu probieren oder zu fliegen, ist natürlich dann auch immer mal so eine schöne Sache. Ja, wie gesagt, kommt hier, wenn ihr mal andere Schiffe probieren wollt, einfach mal hier ins Teamspeak rein, fragt mal ein bisschen rum, wer welches Schiff hat und ja, Schiffe, die ihr noch nicht habt, dann steht es wahrscheinlich. Obwohl, nee, es geht noch, aber mehr hast du da anscheinend nicht mehr auf der Station. Ja, da ist nichts auf der Station. Ich frage mich gerade, nee, ich frage mich auch gerade was anderes. Wo ist denn. Ach, da. Ja. Obwohl, ich lasse es mal bei mir, wenn es dann weg ist, ist es weg. So, ich wollte hier mal in deinem Fluss nicht unterbrechen. Gesundheit. Gesundheit. Na, doch noch irgendwie eine Erkältung durchgeholt. Tenne, du sprichst mir aus der Seele, die Schiffe sind egal. Spaß muss man genau, mitbringen. Genau, genau, das sehe ich ganz genauso. Man darf auch mal Operationen ernst nehmen, gar keine Frage. Und der Schubs hier, der Spieler, den hau ich gleich. Ja, mich hat er auch richtig geschubst. Ich weiß, ja, deswegen. Und, aber Spaß muss im Vordergrund stehen. Und wir haben einen neuen Follower.
A new follower. Musik reingequatscht, Dr. Drake. Danke für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Jawohl. Grüße zurück. Jawohl. Auch von mir natürlich. Ja. Schöne Grüße. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier bei uns im Stream. Stream der etwas ruhigeren Art und Weise. Hier geht es meistens nicht hektisch zu. Es sei denn, ja, es gibt mal wieder einen kleinen Ehestreit hier am frühen Morgen oder ne, im Laufe des Tages. Das kann hier schon mal ganz kurz zu einem hitzigen Wortgefecht führen. Sind wir aber heute, glaube ich, beide zu müde für. Ja, nee, heute, nee, nix streiten, nix. Gestern streiten. Zu viel gefightet. Ja, genau, das war gestern doch relativ lange für uns Älteren. Und ja, wer uns noch nicht kennt, wie gesagt, wir sind Ü50 und da ist man dann nicht mehr so auf der Höhe und um hier mit den 20- bis 30-Jährigen irgendwo mitzuhalten. Aber trotzdem haben wir hier viel, viel Freude in dieser Organisation und mit den Leuten, die man hier so alle kennenlernt. Genau, Ralf Kamora, ahoi zurück! Genau. Ja, Katsche, Kartell, ist das nicht diese Piratenorga? Das munkelt man immer so. Ich weiß auch nicht, also ich weiß wie gar das nicht, immer so redest. Entstehen konnte. Also, ne, ist uns völlig fremd, ne, wie eine solche Behauptung hier überhaupt aufgestellt werden kann. Ne. Ne. Aber dafür Es ist Lido seit Dienstag 53 geworden. Ja, dann herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich in diesem Sinne. Katja, sind dir die Brötchen eingetroffen? Hast du denn gefrühstückt schon? Ne. Ja, ich hoffe, die Brötchen sind hart, nach dem Satz, den er oben geschrieben hat mit der Piratenorga. So ein paar schöne alte Brötchen. Das hat er dann davon. War gerade reingekommen, denn den grüßen Trini mal schön. Genau. Ja, sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich werde dieses Jahr 57 und Gleich sagt er wieder so uncharmant, wie alt ich werde. 35. War doch richtig, oder nicht? Habe ich doch richtig gerechnet. Ich war doch in Mathe immer gut gewesen. Das ist super. Nein, ich werde 55. Oh Gott. Wo ist die Zeit geblieben? Ja. 22 plus, genau. Genau. Nicht ganz. Ja. Das war mal. Das ist unser Kind, 22. Na, ja. M-Stone, heute gehen irgendwie hier die Befehle nicht, warum er das auch immer nicht machen möchte. Ich habe für ihn schon neuen Chat-Token hier alles geholt. Vielleicht liegt es daran. Gut. Dann spiele ich für dich dann mal eben hier den Applaus kurz ein. Katsche, ich bin so ein bisschen konsterniert, ne? Die arme Frau muss den Tisch decken und du liegst auf der Couch. Na, 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 ob das so richtig ist. Ja. Oh, oh. Das gibt bestimmt Ärger. Ach, oh Gott, du bist krank. Oh ja, Männergrippe? Nahtoderfahrung. Ich weiß. Nein, aber Spaß beiseite, gute Besserung. Genau, von mir natürlich auch. Na, noch ein paar Sekunden, dann haben wir sie hier. Du darfst das ja. Männer dürfen das mal. So ist genau. Das ja nicht. Ach, ich habe da auch keinen Schmerz mit. Ich glaube, ich brauche gleich mal einen Kaffee. Willst du auch noch mal einen Kaffee? Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, hier hat schon wieder einer Kisten hingeschmissen. Überall liegen hier Kisten rum. Ne? Was ich immer so nervig finde, wenn da überall hier die Sachen von aus dem Hospital da liegen. Hier die liegen und tragen und alles. Das finde ich ganz schlimm. Und immer mitten irgendwo in den Weg geschmissen, weißt du? Na, dann schmeißt sie doch irgendwo in eine Ecke rein, wo sie keinen stören. Zack. Und dann komm, ich helfe dir. Ist auch noch einer. Wird ja auch noch aufgeräumt, super. Ich kann nur fallen lassen, ich kann die nicht. Das richtig hinpacken musst du selber. Das habe ich noch nie hingekriegt. Wie lange dauert das denn noch mit dem Schiffchen? Es ist gleich da. Achso. Ah,
Ja, gerade schon, drücken wir mal die Däumchen, ne? Ja. Das ist natürlich nicht witzig, aber... Wenn zwei Tests schon negativ sind, sieht es eigentlich immer schon ganz gut aus. Ich hatte letztens auch PCR-Tests wieder gehabt. Haben wir irgendwie unsere Dauerschleife. Ich auch Personen, ja, beruflich transportiert hatte, die positiv waren und von so aus gesehen, ja, alles gut. Das... Dann drücken wir Däumchen und viel Spaß beim Frühstücken, genau. Und grüß die Trini. Das muss dann immer nicht gleich bedeuten, dass man damit dann auch positiv ist. Sagt, an mir ist der Kelch bis jetzt auch immer vorbeigegangen, auch mit PCR-Tests und so, alles immer negativ bisher gewesen. Und dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dann frühstücke erstmal. Ja, Enra fühlt sich plötzlich so jung hier. Wir geben alles. Ja, der Altersdurchschnitt ist wirklich genial hier bei uns. Ja, von bis, ne? Genau. Und wir sind, glaube ich, auch noch nicht die Ältesten, ne? Soweit ich weiß. Ja, guten Appetit beim Frühstücken. Schon Wechsel. So, Pet 04 müssen wir hin. Jawohl. So verstanden. Du schubst. Na, ich habe hier zuerst gestanden. Ich war zuerst. Du warst zuerst. Oh, es geht schon wieder los, Leute. Es geht schon wieder los hier. Die Lage eskaliert gleich. Nein. Schmeiß mit Wattebauschen. Ich brauche gleich trotzdem noch mal Kaffee. Ja, das nehme ich dann auch, wenn wir losgeflogen sind dann. Was sagst du, Pet 4? Der Kopf da mit rein. Ja. Ey! Warum schiebst du mich jetzt? Du schiebst mich immer weg. Jetzt bin ich mich festgebackt. Weg. Super. Ach, festgebackt. Ich backe dich nicht gleich fest hier. Ich bleib jetzt hier stehen. Puh, mach selber. Na endlich. Dachte mich eben hier dieser mit der interessanten Uniform. In Rot. Ja, der kommt mit zum Pet 4. Der macht ja nichts. Guten Morgen, good morning. Salut, comment ça va? Ach, guck. Verbeugung. Das hope you are fine. Schon mal draußen. Das ist er, kommt nämlich mit. Wo will er denn hin? Er will bestimmt mit dem Schiff rein nach dem Mai drauf. Das klärst du. Und ein Friend Request war da. Den habe ich auch angenommen. Er guckt sich erstmal das Schiff an. English or German? Only English. Oh, okay, only English. Do you want to take a look from outside the ship? Yeah, I'm just gonna sneak a peek. Waiting okay. For my ship to... okay, to no return. Problem. We are streaming at the moment on Twitch, and I fly with my wife to the next station. So, take a look. I wait a moment. Nice, thanks. Na, Sister, so geht das hier auch. Völkerverständigung, finde ich gut. Behelfsenglisch hier rausgeholt. War doch super. Er wartet auch noch auf sein Schiffchen da und dann, naja. Yeah, nice. So. Have fun, you guys. Okay, thanks, you too. Bye. Cool. Mach's mir mal bequem. Genau, setz dich hin. Das falle ich gleich wieder um. Nee, genau. Ich muss mich hinlegen, tatsächlich. Nee, darum, also ich lasse hier die Leute auch immer ungern so ein bisschen rein. Ich hoffe, da gibt es auch die Möglichkeit, dann irgendwie, es hieß ja schon mal, da soll es dann irgendwie mal einen Code geben, dass man das Schiff dann eben nicht klauen kann. Aber leider, ja, ist das bis dato nicht umgesetzt worden. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal, weil gerade bei Schiffen, wo man dann eben eine Rampe aufmachen kann. Ja, das habe ich mir gedacht, Sister, weil hier haben wir einen schlechten Quantendrive drin.
Da komme ich auch nicht hin. Kommen wir denn damit überhaupt hin hier mit dem Pott hier? So, erstmal zumindest nach Hörsnell 4. Na, es ist. Ich wusste gar nicht, dass ich hier auch was bedienen kann. Das war mir aber mal völlig neu. Ich meine, ich habe die ja auch, aber ja. Ich liege da eher selten im Bett. Ist ja witzig. Gut. Schön Kaffee hier. Na, kann man eigentlich den Kaffeeautomaten hier noch in Schiff einbauen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal geflogen bin. Ich glaube, das erste Mal, dass ich die hier fliege. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Aber das kommt davon, wenn man zu viele Schiffe hat. Wie gesagt, wenn wir hier irgendwann mal so weit sind und die Schiffe verleihen können, na, das wird was werden. Das wird ein richtiges Highlight werden. Ja, eine E-Mail habe ich auch schon mal wieder gekriegt von Robert Space Industries. Red Festival, ja, die Karten sammeln, da war letztens Bettina auch mit unterwegs, hat fleißig die Karten eingesammelt und dann entsprechend abgegeben und ja, ein paar Credits mitverdient. Ja, eine schöne Sache. Ja, und besonders, ich sag mal, wenn man mit dem Spiel anfängt, dann die Bedienung damit so ein bisschen zu erlernen, um ja besser sich in Gebäuden und sowas bewegen zu können, ist das natürlich eine feine Sache und man verdient nebenbei so ein paar Credits als solches. Ja, hier ist dann auch nochmal beschrieben, ne, das Jahr der Hall. Da bin ich mal gespannt, ob sie es dann wirklich in die 3.17 dann eben schaffen sollte. Das ist hier piep piep. Hier muss ich, glaube ich, auch nochmal einen anderen Quantentreffer einsetzen. Ah, guten Morgen, Bob Lee. Grüß dich. Hoffe, dir geht's gut. Erstmal einmal zwischentanken oder einen Zwischenstopp hier machen, einen kleinen Pitstop. Da muss ich auch mal einen anderen Quantendrive einbauen, glaube ich. Der nicht ganz so viel verbraucht. Und ja, was ich mir demnächst auch noch holen möchte. Ja, ein kleines Mining-Schiff. Weil mit der Mole, ja, brauche ich ja immer permanent Zusatzbesatzung. Ja, was bei uns ja auch eigentlich nicht das Problem ist. Aber wenn ich mal alleine los möchte, ja, dann holt man sich mal die Prospector als solches. Ah, wegen Keyless Go. Ist Batterie jetzt alle vom Schlüssel oder? Oder muss der neu eingelernt werden? Hast du irgendwie Batteriewechsel gemacht? Genau.
Ja, das ist eben immer das Problem mit der gesamten Technik. So schön das ist, solange es funktioniert. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es nicht mehr. Dann hat man manchmal auch keine Chancen, irgendwie da entsprechend was machen zu können. Ein bisschen schade, dass man nicht gleich bis dahin reinspringt, sondern dass man immer vorher aus dem Quantendrive raus ist und dann noch mal ein Stückchen weiter springen muss. Naja. So, ja, das ist erstmal Zwischenstation zum Zwischentanken hier. Ja, aber die Prospektor möchte ich mir dann auch nur in-game kaufen. Ja, muss in der Werkstatt neu angelernt werden, das ist natürlich auch ein Highlight. Das ist natürlich nicht so schön. Ich frage jetzt lieber nicht nach der Automarke. Das verkneife ich mir jetzt mal. So, da bin ich wieder. Hey, SAS, ja, also bitte, ne? Das ist ja schon ein nah an unserer Automarke hier. Oh Gott. Nein, alles gut, alles gut. Du hast uns ja gestern kennengelernt. So eine gewisse Selbstironie können wir auch immer ganz gut hier machen und von so aus gesehen haben wir auch kein Problem damit, ne? Oh, BMW. Gut. Ich sag jetzt auch nicht, wofür BMW steht. Das wäre jetzt gemein in deiner Situation. Ja, wollen wir hoffen, ja. Ich wollte gerade sagen, dass alles gut geht. Genau. Das ist immer nervig. Ja. In die Werkstatt bringen kannst, ohne große Probleme, jetzt irgendwie, was weiß ich, mit ADAC oder sowas, oder lass die den abholen. Auto fängt mit Au an, ne? Genau, und hört mit O auf. Genau. So, erstmal einmal zwischentanken. Ach, ich kann ja jetzt hier immer drauf tippen, ich brauche ja nicht mehr die Tastatur, das ist das Schöne. Auf Tina Grubbings? Ja. Ich frage. Richtig. So. Welch Frage? Kaffee nehmen hier. Oh Gott, ich hoffe, der Kaffee mundet. Ja. Bist du gut gerüstet, die Kaffeebohnen? Dankeschön. Bitteschön. Ich habe alles gegeben. Die Trini bei ihrem Katsche, die gibt bestimmt auch gerade alles. Mit Tischdecken und. Genau, Frühstück der. Machen. Hat's gut. Der hat's gut, sag ich genau. Nur. Genau, wer hat denn heute Morgen bei uns das Frühstück gemacht? Na, sag nichts Falsches. Mensch, wie hieße nochmal? Boah. Ja. Boah. Oh, Bude putzen, klasse. Obwohl, vielleicht schaffen wir es ja bis nach Grimhex direkt hin. Ich dieses zehnmal zwischentanken. So, das schaffen wir bis dahin. Dann können wir da nämlich zwischen oder neu tanken. Ja, Bude putzen kommt immer Freude auf. Habe ich die Tage jetzt gemacht. Schön Fenster geputzt und dann kam der Regen. Klasse. Ja. Sieht dann wieder genauso aus wie vorher. Ja, habe ich auch einen Saugroboter. Gebe ich auch nicht wieder her. Der ist super. Ja. Also ich glaube doch, so langsam könnte ich mich an die Schiff hier gewöhnen. Oh, ich finde das super. Also wie gesagt, ich habe das ja auch lange nicht benutzt. Und letztens habe ich da meine Liebe mal wieder für entdeckt. Ist zwar auch zu, jetzt so nicht so wahnsinnig viel Nutzer, ja. Aber ist einfach schön. Man kommt halt nur schnell auf Speed, habe ich festgestellt. Also ich bin letztens fast in der Station reingekracht. Harry, warte ich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ja, die erste
Chat-Nachricht des Zuschauers. Willkommen hier bei uns im Programm. Ja, dir auch frohen Sonntag mit viel Sonnenschein. Also hier scheint die Sonne. Wir werden nachher ganz schön spazieren mal. Genau. Ja, die 300er-Serie, Christi, ich finde die auch ganz cool. Wie gesagt, so nicht so wahnsinnig viel Nütze, aber irgendwie ein niedliches Schiffchen. Gut zu, ja. Gut zu manövrieren. Ich finde die ganz schön. Ich weiß auch gar nicht, warum wir die haben. Warum habe ich die gekauft? Habe ich die nie? Ist das auch Lohner ich für die auch für die nicht. Vulkan? Ja, kann sein, dass sie irgendwo als Lohner mit drin ist, da, ja. Aber habe ich die Freelancer auch als Lohner? Die habe ich auch nie gekauft. Ja. Wie gesagt, auch hier, wenn ich mir die Prospektor hole, die kaufe ich mir nur in-game. Ja. Und das reicht dann allemal. Muss ich mal mal wieder besorgen. Gut, die Mol hast du. Nee, die Mol hast du doch gekauft, ne? Ja, die habe ich gekauft. Ja. FPS-Minern kann man ja noch. Ja, genau, gibt noch genug Möglichkeiten. Den Rock finde ich ja auch ganz cool, aber. Jetzt haben muss das machen. Naja, da hört es dann auch so langsam bei mir auf. Man muss nicht alles haben. Also da, ja, wie gesagt, ich sitze da lieber in einem Raumschiff drin. Weil immer das irgendwo hinkarren, das Ding raus, was machen. Ne? Genau, Harry wollte ich das, kauft man in-game. So sehe ich das auch. Genau. Ne? Darum auch die Mol. Die werde ich dann auch in-game kaufen. Da muss ich mal gucken. Die Mol hast du doch. Die Mol sei schon die Prospektor. Genau. Na, dann. Mal ein paar Credits nochmal zusammen minern. Selber nochmal so ein bisschen ausprobieren. Wir waren ja letztens auch schön unterwegs gewesen. Ja, mit Tenne seiner Hilfe, Unterstützung. Haben wir ja hier auch eine Menge Credits gemacht. Ja, das war super. Das haben wir auch gestreamt, ne? Ja, das haben wir sogar genau, noch gestreamt. Genau, dabei war ja hier unser Space Cube noch mit bei. Genau, ja, das war eine schöne Sache. Hat Spaß gemacht. 700. Ach, da ist Cube, man siehst du, aufs Stichwort. Ja, genau, genau. Oh. Da ist das Cube. Heißt ja. Genau. Gesehen haben wir es ja vorhin schon kurz. Ja, die beiden Moderatoren, ja, begrüßen ja. Sich erstmal, ne? M-Stone und Silja, ne? Jetzt sind sie im Doppelpack da. Jetzt müssen wir uns alle benehmen hier. Ne? Kriegen wir alle raus. Genau. Habt ihr schön gefrühstückt, Thea? Ah ja. Okay, sehr schön. Perfekt. Da kommen wir bald echt auf den letzten Tropfen an. Hier ist kaum noch was zu sehen. An Sprit, an Quantenfuel. Ich steig's uns aus und schiebe, ist kein Problem. Ja, genau. Ich mach den Superman. Ja, dann fliegen wir den Rest eben in Normalgeschwindigkeit. Genau. Dieser Stream endet in 48 Tagen, 12 Stunden und 26 Minuten. Nein, nein, so wollen wir das ja nicht ausarten lassen. Cool. So kannst du oh ja, Siste. Danke, SAS. Berlin kriegen die. Prospektor. Na, wie gesagt, wenn man die auch jemand anders geben kann, so dass der auch die Ware abgeben kann auf seinen Namen, wäre das natürlich von Vorteil. Ja, das war das, was ein bisschen nervig ja, ist. Ja, ich ne? habe mal irgendwann mal so ein Menü gesehen bei CIG. Wie du das dann anderen auch zur Verfügung stellen kannst oder freischalten kannst. Irgendwas war da mal. Irgendwas hatte ich in einem Video gesehen. Naja, wie gesagt, alles noch so Zukunftsmusik. Na gut, aber da sind die ja nicht so interessiert dran, weil du sollst es entweder in-game kaufen oder du sollst die kaufen. Genau. Dass sie das jetzt nicht so vorantreiben oder dass sie da nicht ihr Hauptwerk drauf lagern, das ist ja, ja ganz klar. Ja, man merkt so langsam, ne? Alle werden wach,
Ne? Teamspeak füllt sich auch wieder so langsam. Ja, ist doch cool. Das war ja auch eine harte Nacht gestern. Ja. Oder harter Abend. Aber wie gesagt, hat echt richtig Bock gemacht. Ja. Richtig Spaß gemacht, das Kissen schleppen. Genau. Ne? Auch, ja, ein bisschen Quatsch gemacht. Klar. Ne? Chris, der mir das Leben gerettet hat. Genau. Weil ich plötzlich tot war. Oder wollen Sie es kurz davor? Live. Was? Baywatch Live. Baywatch Live war das, ja. Kam er dann angelaufen. Genau. In der roten Badehose. Nein. Nein, Quatsch. Ah, ihm kam es nur auf die Mund-zu-Mund-Beatmung drauf an. Ne? Alles andere war anscheinend nicht so interessant. Ne? Spinner. Herzdruckmassage hat er auch irgendwie ein bisschen anders ausgeführt. Ich weiß nicht so gar nicht. Oh, weia. Ich glaube, er müsste dann nochmal zum Erste-Hilfe-Lehrgang. Nein, hat er hervorragend gemacht, ne? Sonst hätte ich mich töten müssen. Das war wirklich super. Das hat echt mal Spaß gemacht. Dirk und ich, wir hatten das letztens auch mal versucht, so einen SAR-Einsatz, weil ich da in den Bergen gestrandet bin und kurz vorm Tod war, aber das hat nicht geklappt. Er konnte mich nicht ins Raumschiff ziehen. Was heißt hier? Ja, ja. So, gleich wird es wieder interessant hier. Landeanforderung, da wieder den Punkt zu finden. Wo wir rein können. Hallo? Ja. Genau, du weißt, was ja bedeutet. Okay, da liege ich wieder. Irgendwo hinsetzen kann man sich gar nicht. Man kann tatsächlich nicht nur hinlegen. Da müsste es sich doch. Nee, ach nee, auch. Geht nee, nur hinter Bett. Geht tatsächlich. Ja, gut, dann lege ich wieder rein ins Bett. Auch gut. Ja, das finde ich, wie gesagt, noch so ein bisschen übertrieben. Was mit dem immer hinfallen, ne? Ja, genau. Ja, gut, aber das ist so. Na, guck mal, ich habe einen schönen Blick in den Sternenhimmel. In den Sternen. Wolltest du nur nicht singen? Also, ich habe auch leider keine. Ah, doch, jetzt habe ich eine Außenansicht. Guck mal jetzt. Achso, hast du auch. Okay. Ah. Sonst kannst du dich vorne konzentrieren und ich guck mit. Bin hier auch schon mal rumgesaust. Irgendwann bin ich mal mit Chris hier auch mal rumgesaust und wir haben es nicht gefunden. Das war auch bei irgendeinem Event. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da hier gemacht haben. Soll das jetzt hier sein oder ist das auf einer Nähe? Hier ist es nicht. Ja, was auf. Hast du schon Anforderung gestellt? Ja, hatte ich schon. Achso. So. Hier ist es definitiv nicht. Früher habe ich das ja hier nicht gemocht, aber mittlerweile finde ich das ganz cool. Dann gucken wir doch mal von da. Ja, das sieht ganz gut aus. Na, perfekt. Na, da ist es doch. Das doch mal an hier. An. Aber es ist halt immer schon ein bisschen schwierig zu finden. Man muss halt ein bisschen Geduld haben. Ne? Genau, andere Seite. Genau. Ja, da sieht man, wer öfters in Grimhex unterwegs ist und wer nicht. Ne? Bin da jetzt ein bisschen irritiert. Ne? Die Profitler treiben sich hier nicht so oft rum. Ne? Wie gesagt, das ist schon ein schickes Schiffchen. Witzig gemacht. Seidenweiche Landung. Na, noch nicht ganz, aber. Oh, dieser Druck, der hier aufgebaut wird. Oh, in meinem Alter komme ich da noch nicht mehr klar. Doch gar nicht, ich habe doch nur gesagt, seidenweiche Landung. Bevor noch. Das, ich finde sowas. Die, sind die Ansicht, auf dein umgeschaltet. Wie kam das? Das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Wenn man so rausguckt aus dem Hangar und sieht dann da die Asteroiden. Ablassen, das Schiffchen perfekt. Ach, du warst heute Morgen hier Ausrüstung kaufen, ja. Ja. Was für Ausrüstung? Die Kartellrüstung oder allgemeine Waffen? Ach, für die Hornet. Wieder aufgetankt.
Ups. Oh, bist du denn? Ja, ich komme schon raus. Der Fahrstuhl. Ja, effizienten Respawn-Punkt. Da hatten wir jetzt erstmal ein paar andere Respawn-Punkte. Ich habe noch nicht gedrückt, die Stimme. Ja, ich komme. Ja, Inra, dann, ne? Ah, Rouladen sind gleich fertig. Dann guten Appetit. Könnt ihr auch mal wieder machen, gute Idee. Und bis später, gerne. Und vielen Dank fürs Einschalten und dabei sein. Ist hier nicht auch die Sendung? Ja, hier das wunderschöne. Was bitte? Ach, hier war ich noch nie drin. Ist genauso dreckig wie der Rest. Also irgendwie, also ich sag mal, wenn ich das schon so sehe, ne, da schüttelt es mich schon. Also das so ist leicht, dann, ne? Schon der Punkt, wo ich dann schon so sage, so. Nee, 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 danke. Danke. Muss ich mal aufräumen, ein bisschen sauber machen. Ja, hier so ein paar dunkle Ecken. Wahnsinnig. Aber ich meine, wie gesagt, da haben wir wieder die Liebe. Ich guck wieder auf, ja. Da hat man wieder die Liebe zum Detail, ne? Irgendwo, manchmal macht es auch einfach mal Sinn, auf den Stationen einfach mal so rumzulaufen, was man da so alles entdeckt. Das ist irre. Hier so ein, keine Ahnung, Büro, Kammer, man weiß es nicht genau. Hier mit Handys, Öl, Eimern, Kisten. Ich finde das irgendwie toll. Mir macht das Spaß. Aber auch so zwielichtige Typen rum, ne? Ich weiß nicht. Ja. Irgendwie fühle ich mich da nicht so gut. Achso. Ja, toll. Dann komme ich bist zu dir. Ach, da. Ja. Geh doch rein. Drin? Nee. Na, komm noch rein. Ich bin ja noch hier. Du bist gerade durch die geschlossene Tür gegangen. Ach, warte mal. Das ist ja vollkommen falsch. Hier müssen wir ja gar nicht hin. Ihr habt mich jetzt auch gewundert, aber ich denke, gut, Dirki will da rein. Ja, das sieht alles so ein bisschen anders aus hier. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen umgewöhnen jetzt hier. So. Da müssen wir lang. Ich hab gerade einen Schluck getrunken. Genau, links und gleich wieder rechts. Ich wollte gerade sagen, das war ein viel größerer Fahrstuhl. Aber ich denke, naja, vielleicht hat sich da was geändert. Ah, verbuggt die Fahrstühle. Ja. Apropos. Super, läuft. Na, perfekt. Das Problem hatten wir doch letztens schon mal. Ich dachte, das haben sie eigentlich mal behoben. Jetzt klettern wir hier raus, oder was? Ja, das ist aber blöd. Ja. Mal gucken, vielleicht ruft ja da irgendwo einer mal einen Fahrstuhl. Auch schon mal versucht. Auf. Ja. Aber das hatten wir doch schon mal irgendwie vor. Ja, aber hatten wir doch, das war schon her, ne? Das war schon.
Dann hatten sie es behoben. Ja, wahrscheinlich haben sie es wieder reingepatcht. Naja. Dreimal gefangen. Na klasse. Das lässt ja hoffen. Da will man nur mal so eben Sachen kaufen. Ja. Und was passiert? Ich sage ja immer wieder, ne? Nur mal kurz Star Citizen spielen, das ist genau. Nicht möglich. Oder sagen wir selten möglich. Relativieren wir das Ganze mal hier. Ja. Man kann nicht mal gegentreten, ne? Er sagt auch gar nichts mehr. Mich jetzt aber auch nicht umbringen. Nö, das machen wir nicht. Weil sonst machen wir ja wieder ganz woanders auf. Wir werden uns gleich ausloggen und genau. Notfalls, ne? Mal gerade, ob irgendwer auf Grimex ist, hier im In-Game-Chat. Achso. Oh, das ist aber nett. Ja, nur wenn es geht. Wenn nicht, dann loggen wir uns kurz aus und wieder im nächsten ein hier. Dann probieren wir es auf dem nächsten Server mal, ob es da funktioniert. Ja, eigentlich wollten wir ja hier auch her, um Klamotten zu kaufen. Also versuchen werden wir es so oder so mal wieder. Kann ich mal wahrscheinlich. Gibt es denn hier auch eine Treppe? Muss man denn eigentlich den Fahrstuhl nehmen? Ich weiß gar nicht. Nee, du musst schon den Fahrstuhl nehmen. Ja, genau, siehst du, dass sie auch dreimal ausloggen müssen, ja, bis man vielleicht irgendwo einen Server erwischt, wo es dann mal funktioniert. Echt blöd, ne? Aber das Schöne ist, ne? Aber wir loggen uns gleich aus. Brauchst nicht extra hier reinspringen. Alles gut. Oh, da hat einer den Fahrstuhl gerufen. Das kann sein. Also ich hatte eben auch nochmal. So, mal gucken, ob er den Fahrstuhl bedienen kann. Wir bleiben einfach mal stehen. Gar keine Einstellung. Ich glaube, bei mir war das eben. Kann das sein? Wo müssen wir jetzt hin? Main Course, ne? Ja. Ja. So, ausspringen. Ja, schon draußen. Perfekt. Ha. Das ist, so geht das hier. Durchbrechen. Leute zum Super da. Nein. Wird das für. SAS, trotzdem recht ja, herzlichen Dank fürs Angebot. Genau, das war's, finde ich cool. Ja, und das ist eben das, was ich so klasse finde. Ne? Jeder hilft jedem. So, die Unterstützung so in der gesamten Community, ne? Ist ja jetzt nicht nur, ne? Sondern allgemein, dass man sich hier immer wieder hilft in Situationen, egal, ja. Wo man herkommt, zu welcher Organisation man gehört oder welchen Gameplay man soeben nachgeht. Du musst mir nur wieder sagen, was ich brauche. Ja, was Ich bin ja wieder das normale Fußvolk. Aha, jetzt kommt. Ach, CDF kommt jetzt. Gestern genug gemacht. Na, da fliegen wir gleich wieder 325 hin und mischen da mal richtig mit. Na. So. Was braucht die denn als... Ja, jetzt, ach guck mal, also, ne... Schuhe! Genau. Ja, wenn das Trini hören würde. Ja. Man kann sagen, das ist unsere Trini, für Schuhe ist unsere Trini hier, ein Trinity. Ja, genau. Die ist da hierfür zuständig. Ich glaube, das wäre der Stone Skin Undersuit, ne? Ja. Bin ich der Meinung. Ja. Ja. Dann. Sekunde. Zack. Dann war das Arms. Fangen wir mit Arms an. Das ist genau. Hier diese Orange. Inquisitor. Arms. Genau. Orange. Inquisitor Arms Orange. Jawohl. So, Helm. Helm ist Morningstar Orange. Ist das auch für meine Morningstar Helm? Ja, ja. Mein. Genau. Dank, ich habe ja gar keinen. So, Lex.
ist auch Inquisitor Lex Orange. Ja, jawohl. Bumblebee. Ja, wie gesagt, das ist hier so unsere inoffizielle Kartellrüstung. Wo wir uns mal so ein bisschen drauf geeinigt haben, weil es dann eben auch die Farben des Kartells wieder spiegelt. So, Inquisitor nehme ich an, auch die Orange? Ja, Core Orange, genau. Schossen? Nee, das ist... Das ist teuer. Das ist teurer geworden. Backpacks brauche ich ja nicht. Why can't anyone put things back where they found them? It's not my job to pick up after you. So. Einmal Geld ausgeben hier. Arme. Visitor Arms Black. Zack. Morningstar Helmet Base brauche ich. So, jetzt bin ich doch wieder schick. Ansonsten, also es besteht ja keine Verpflichtung, diese Kleidung so zu tragen hier. Das ist jedem freigestellt. Manchmal haben wir so ein paar Events, wo wir dann schon mal ein gemeinsames Foto machen mit der Kartellrüstung. Sieht ja schon mal ganz cool aus. Ja. Wo haben wir denn hier Orange? Ach, da. So. Ja, die haben sie gar nicht. Ist ja doof. Wird da mal ein bisschen Munition verkaufen. Die habe ich gestern gelootet. Ah, die Sachen packen wir ein bisschen ins Schiff. Ich habe mir, ja, deswegen habe ich mal meinen Rucksack auf, meinen kleinen. ich habe bis auf den Brustpanzer habe ich alles in den Rucksack gekriegt. Nee, es steht im Forum, steht das Dr. Drake. Rings hatte Angst, du wolltest den Neon pinken. Neon pink habe ich auch, ich habe die Hello Kitty Ausrüstung. Aber die wird meistens nur zur Ladies Night angezogen. So, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Musste im Forum, oder was heißt musst, wenn du das suchst, brauchst du im Forum nur nach Einsatzausrüstung gucken, dann findest du das gleich. Dann wird es dir gleich angezeigt. Aha. Das sind die Arme. Gut. Gucken wir mal, wenn Dirk sich nackig macht. Nee, das wollte ich im Schiff machen. Oder obwohl, das kann ich ja hier schon machen. Stimmt eigentlich. Kannst du das nur nachher mal dann vom Lokal wieder ins Schiff reinpacken. So, da, bitte. Kommt dem Original recht nah. Ja. Also die Zehennägel wahrscheinlich. Da steht irgendwer gerade im Bild. Dann schalte ich mal auf Bettinas Bild um. Achso, ich stehe da. Stand da wahrscheinlich im Bild. Entschuldigung. Genau. Das tut mir leid. Aha. Sehe mich wieder. Reicht dich mal von hinten. Mhm. Sag doch.
Ein schöner Rücken kommt kann auch im Original recht nahe, also die Hacken. Das war's dann aber auch. Auch die Waden auch. Auch vom Laufen. Oh Gott sei Dank, da fehlen aber auch die Beine, die Legs. Ja, jetzt bist du schick. So, und noch eine Waffe dazu. Spitze. Mal gucken, wie lange ich die behalte. Also da habe ich so gar keine Probleme mit, Gott sei Dank. So, dann gucken wir uns das hier nochmal so aus der Ansicht an. Gut, kann ich mit leben. Quatsch, stell dir wieder alle an. Catwalk hier. Ja, dann machen wir den Catwalk. Naja, das ist aber nicht kein Catwalk, du. Da wäre die Heidi aber nicht mit einverstanden. Ja, kann nicht so gut die Treppen runtergehen. Hier wegen Corona geschlossen. Yep. Ich suche hier oben noch mal so ein bisschen. Gib mir noch mal ein Minütchen. Oh, ich gucke hier auch gerade mal so ein bisschen rum. Okay. Dem Dreck, da findest du ja auch nichts hier, ne? Das ist ja furchtbar. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wie kann man das? Kann man das sehen? Hier sind sogar die Fliegen. Muss genau. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier sind sogar die Fliegen. Fliegen. Die sind hier über dem Müllhaufen hier. Das hier ist sehr eklig. Aber cool gemacht. Jetzt sind wir wieder bei meiner Liebe zum Detail. Ja, auch eine coole Idee, ja. Das stimmt schon. So, die Decken so ein bisschen an. Das heißt alles, aber an viel. So, mehr habe ich ja nicht. Schade. Auf dieses hochmoderne Sofa mal setzen. Ach, da bist du. Bin das schick. Das würde ich mir auch zu Hause reinstellen. Ohne Tasche oder Rucksack keine Competition, das würde Heidi sagen. Auch gut. Ja. Der Heidi. Ja, Scramble Race, wenn das mal soweit ist, dass wir hier dann auf irgendwelche Rennen setzen können, unsere ja. Ansätze. Das soll ja auch irgendwann mal kommen. Das hatten sie aber, glaube ich, auch schon etwas, hatten sie auch eigentlich schon angekündigt gehabt, ne? Letztes Jahr irgendwann mal, ne? Bin ich der Meinung. Aber gut. Wenn man sich den Fortschritt trotzdem schon anguckt, also ich finde das schon cool. Ja, wie gesagt, man muss sich immer so die alten Videos so ein bisschen angucken. Ja. Vielleicht sind das nachher die Terminals, wo man die Wetten abgeben kann, wer weiß das schon. Vielleicht wissen sie bei einigen selber noch nicht so genau, wo die Reise hingeht, was sich dann einfach mit der Zeit entwickelt. Ne? Ah, die haben da schon ihre Planungen, das steht alles auf dem Zettel und das werden sie dann auch nach und nach so ausführen. Also ich muss an den Elektriker hier, die habe ich auch nicht bezahlt, ne? Ja. Meine Güte, das hätte ich auch hingekriegt. Ja, wie gesagt, mit den Outlaw Station, da bin ich auch mal gespannt, wie das nachher da aussieht. Ja, da bin ich auch echt ganz wild hinterher.
verwuschelt es einen so ein bisschen, ne, wenn man hier so rumläuft. Da bin ich mal gleich gespannt, was der Fahrstuhl sagt. Nur Gutes. Hoppala. Oh, oh. Ich bin extra mal draußen geblieben jetzt. Ich bin festgepackt. Jetzt habe ich mir mich fast gedacht. Warte mal, ich mach mal auf. Oder versuch zumindest. Kommst raus? Mach nochmal auf. Das sah mich eben schon so komisch aus. Ja. Soll ich mal irgendwie versuchen, dich zu ziehen? Nein, das wird nichts. Siehst du, dass ich immer aufmache? Ja, ne? Ja. Du warst fast bei mir. Ja. Gut. Jetzt stehst du vor mir. Ja, aber ich bin immer noch... Komm da nicht weg. Hier. Ich würde dich ja gerne irgendwie rauszerren. Wie gesagt, du stehst vor mir. Aber halt. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn ich jetzt mit reingehe, ne? Nee. Ja, sonst waren wir auf einem anderen Server. Ja, gehen wir mal auf einen anderen Server. Und dann. Versuchen wir da unser Glück. Das ist natürlich wieder ärgerlich, so ein bisschen mit Chemex, ja. Aber. Aber haben wir jetzt alles. Dürfen ja nichts verlieren. Ja. Hoffen wir mal. So, bist du? Jawohl. Ich bin. Mal welcher? Gucken. Wollen wir anderen Server? Könntest du ja mal USA versuchen. Was? USA? USA. Macht Sinn, genau. Danke, Chris. Kannst du ja gleich mal versuchen. Ich habe hier auf diese. Welche waren es jetzt? Ich glaube, diese unteren hier. Ne? Da hast du Mobiglas, dann hast du hier Sternkarte und hier die Außenansicht, die du dann mit dem Joystick, mit dem kleinen Jockel hier bedienen kannst. Kannst du dann gleich mal probieren, ob das dann funktioniert, gut, wenn wir da jemals rauskommen. Ja, klar, komm wieder raus. Bin da guter Dinge. So. Gucken, habe ich meine Waffe noch? Jawohl, habe ich. Ich habe noch alles. Wunder, Mensch. Hoffe ich. Weil ja. Immer wieder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände waren weg. Also das habe ich, wie gesagt, ganz selten. Oder ich krieg's nicht mit, kann natürlich auch sein. Und bin ich überhaupt schon mal jemals aufgewacht? Ich weiß es nicht. So. Auf ein neues. Soll ich mal zuerst rein? Mal gucken, mein Anlauf und. Jawohl, und springen immer vorher hin, oder? Dann geht's. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir runterkommen zum. Nein, Fahrstuhl geht nicht. Fahrstuhl sagt nein. Warten. Also, wie gesagt, eben ging es dann plötzlich.
rackert auch. Da haben sie bestimmt die Stromrechnung nicht bezahlt. Hat doch einer draußen geblieben ist. Ja gut, wenn man draußen bleibt, klar, da kannst du wieder raus, aber im Endeffekt kannst du den Fahrstuhl ja wieder nicht bedienen, ne? Ne, da kannst du höchstens aufmachen, dass der irgendwie rauskommt, ne? Aber ja. Macht jetzt da auch nicht, gerade nicht so viel Sinn. Was machen wir da? Ganz einfach, wir rufen mal Chris Roberts an. Bad besetzt. Ach man, so ein Ärger. Hat bestimmt gerade wer anders angerufen. Hat schon Bescheid gesagt, dass da ein Fehler ist. Die genau. Arbeiten bestimmt dran. Genau, der auch im Fahrstuhl festsitzt. Genau, einfach warten. Das wollen wir jetzt mal probieren. Oh, er zählt gerade ja, sein ja. Geld. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich auch gleich mit stumm geschaltet. Auch hin und her flackert und rasselt hier. Das ist Wahnsinn, ne? Hm. Jetzt sagt's gerade. Hat einer zu doll drauf gedrückt. Ich sag, man kann nicht mal gegentreten, das ist ja ärgerlich. Das ist greedy. Leiser stellen. Wir wollen in die Lobby. Doch, wir wollen doch nur in die Lobby. Mehr wollen wir doch gar nicht. Ja, US sind wir ja gerade drauf. Aber. Mit Helm. Wollen wir nochmal wechseln? Gut. Wir können ja nochmal wechseln. Ich mach mal kurz eine. Deine Pipi-Pause, dann sind wir gleich wieder für euch da.
So, ja. Ihr seht. Es hat geklappt. Australien war uns gnädig. Genau, Chris hat den richtigen Riecher. Vielen Dank. Aha, ins Jericho ist mit hiermit verknüpft. Da könnte ich auch die kleine Cutlass jetzt hier rufen. Und nicht schlecht. Das ist so. Hangar 02? Jawohl. Was? Fahrstuhl ist da? Ja. Da drin? Jawohl. Danke, Chris. Was haben wir denn? Ach, oh, fliegen wir wieder standesgemäß. Ja, 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 die hatten wir ja eben auch. Ja, da müssen wir zweimal einen Zwischenstopp machen, aber das ist egal. Das reicht hier für alle mal. Ist gerade in der Luft gegangen, das sah richtig cool aus. Jetzt schnell wegfliegen. Bitte? Und jetzt schnell wegfliegen. Och doch, bis das auf ist, bin ich drin. Hoppala, der macht gar nicht mehr auf. Hier nicht. Doch. Da hole ich mir mein Schiffchen. Also ich hätte ja auch so ein paar. So ist ja nicht. Ist ja nicht so, dass ich nichts habe. So, ich hau mich wieder hin. Alles andere macht keinen Sinn. Schaffen wir da auch zumindest bis nach Hörstnell 1. Mal gucken. Dem, 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 dem. Ne, Hörsten schaffen wir leider nicht ganz. Da müssen wir dann den Rest schieben. Ja, da fehlt die Betankung. Ich schieb dann. So. Gucken wir mal wieder, ne, ob das hier auch sachgemäß durchgeführt wird, der Start. Ja, ich schalte mal auf Bettinas Szene. Geschippert. Oh ja. Ja, ich bin mal gespannt an den großen Airports, wie das dann wird mit dem ganzen Luftverkehr. Denke mal mit ihren Korridoren, wo wir mal eine Zeit lang durchgeflogen sind, das war schon gar nicht mal so verkehrt. Haben die sich schon was beigedacht. Weil da wird es nachher... Aber das war nur kurz, ne, mit den Korridoren, ja, ne? Ja, weil es von den Leuten natürlich nicht gerade so, ne? Also ich habe mich da erst dran gewöhnen müssen, aber so ganz schlecht fand ich es eigentlich nicht. Ja, man muss sich ja mal dran gewöhnen. Wäre schön, wenn es da so eine Art Autopiloten vielleicht auch geben würde. Ach, da ist ja der Spaß weg. Na ja, das ist ja, du kennst sowohl als auch. Ne? Ja, so, dass er es aussuchen kannst, meinst du jetzt? Achso, ja gut, das ist was anderes. Das ist was anderes. Oh, da sieht man mich sogar liegen, wie cool. Durch das Panoramadach. Ja, hier drückt man jetzt hier B6. Hier. Achso, ach ja. Genau, ja, nochmal. Cool. So, und jetzt machst du den kleinen Jockel da. Ja, voll los. Genau. Ui, ist ja auch schnell.
Tja, da war ja was. Uhr. Gefühl für entwickeln. Aber ist cool. Wieder wegdrückst, den B6 und B4 mal drückst, müsste eigentlich das Mobilas aufgehen. Genau. Und da geht die Sternkarte auf. Na super. Da sehe ich, wo wir jetzt hinfliegen. Ne, sehe ich nicht. Erst fliegen wir ja nicht, ne? Das schnelle 1 fliegen wir erstmal hin, damit wir zwischentanken können. Haben wir aber keinen Sprit für. Nee, doch, weil der required bleibt. Der rechnet das nicht gleich automatisch, so gesehen, da runter. Achso. Ja, wenn das Refueling erstmal da ist, wird dann auch eine schöne Sache. Sprit ist wirklich auf dem letzten Tropfen. Ja, sind es noch 41 Follower, dann haben wir die 300 schon voll. Das ist unser nächstes, ne, Goal, was wir hier erreichen wollen. Ja. Ja. Muss man sich ein bisschen neu gewöhnen, geht ja, aber noch. Ach. Der Dude ist da. Mahlzeit, ja, jetzt ist wirklich Mahlzeit für alle. Ja. Ja, darum habe ich ja heute Morgen hier alle mit Maigen begrüßt. Ne? Für diejenigen, die ja früh aufgestanden sind, war es schon Mahlzeit. Ne? Und die anderen, die Spätaufsteher, für die war es morgens. Ja, genau. Für Bundesregierung, ich habe da eine ganz tolle Idee. So, eine Landeanforderung.
rundherum. Auftanken, da brauchen wir noch nicht mal richtig landen. Quatsch, da wollte ich gar nicht hin, Mensch, was mache ich denn hier? So, zack, 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 zack. Obstructing parking area. Und noch weg hier. Naja, so, das war's. Warning. Negativ. Alles gut. Alles safe hier. So. Low Bille, wir kommen. Jetzt los hier. Na, Tanne, Tenne, Tenne, nicht Tanne. Schon wieder provozierend hier. Unser Dude. Gibt's gleich erstmal eine von mir hier. Das sag ich dir. Timeout. Vielleicht kann ja irgendein Moderator den Timeout mal rausnehmen. Obwohl es eh nur für 15 Sekunden, also von so aus gesehen. Alles gut. Zu viele Dings. Immer lieb. Zeit, jetzt schon um diese Uhrzeit hier. Ja, ich muss das da mal ein bisschen anders einstellen. Naja, waren ja nur 15 Sekunden. Ja, das ist Einstellungssache, da muss ich mal gucken. Die ganzen Seiten, ja.
ich bin auch in der Außenansicht. Aber ja, aber es sah eben recht dunkel aus, deswegen. Aber jetzt geht's ja wieder. So die grobe Richtung habe ich ja. Sind wir dann heute auch von Remax runtergekommen. Das Gefühl, das Ding passt da gar nicht rein. Da taste ich mich auch immer ganz, ganz langsam und vorsichtig ran. Genau. Touchdown. Ja. Perfekt. Da sind wir mit dem kleinen Luxusliner hier auch mal geflogen. Ja. Ich werde die Sachen hier wahrscheinlich auch alle erstmal hier einstoren. Huch. Ja. Gehort, wer näher? Macht ihr schon Mittag? Apropos Mittag, ich krieg's langsam. Gucken, was der Kühlschrank hergibt. Oder so eine richtig schmutzige Pizza. Das ist so doch. Ja, das gönnen wir uns. Nach den Weltraumkämpfen gestern. Haben wir uns das definitiv verdient. Heute nach einem Spaziergang werde ich auch nochmal ins Teamspeak reingucken. Und dann vielleicht nochmal, wenn hier noch irgendwer Xeno macht. Noch bei Xeno mit den Leuten zusammen machen. Hast du denn mal gedrückt hier? Nee, du hast. Das Fry erst im Jahr 3000. Oder ist das hier ein Lieferservice? In Star Citizen. Naja, genau. Ach, Schwärmer. Gucken, ob hier hinter der Theke wieder welche liegen. Oh ja, tatsächlich. Einstoren. Ja.
man so weiß, wo die Pakete liegen, dann weiß man auch, ne, wo das hier liegt. Das sind die Stellen der Geschenke, wie gesagt. Hier hinter dem. Doch, die ist schon eingestort. Was willst du denn hier? Was ist, wenn ich dann schon mal hier bin? Ja. Wie gesagt, hier sind ein paar Schiffe mal raussuchen. Ah, irgendwas Kleines. Ich ist. Vektor kann ich mir leisten, das ist nicht das Problem. Ich war auf der anderen Seite, ich glaube, war. Also du bist links rum und ich bin rechts rum, glaube ich, gelaufen, ne? Aha, ich kann schon nicht mal einstoren. Ja, jener. Ab, das reicht mir hier. Ein so ein Run mal zwischendurch gemacht, ist ja mal ganz witzig, aber. Nee. Und manchmal will er noch nicht so richtig hier mit dem Game Drop. Aber es wird. Wir sammeln, wir sammeln. Ich, wie gesagt, hinter den Tresen lohnt sich das hier auch immer mal. Ja, mindestens. Wenn ich eins dann nehme ich den nochmal mit. Dann habe ich erstmal enough. Ja, hier habe ich nur einen. Das, nee, ich habe ich jetzt schon. Ich habe jetzt. Warte.
Weiß nicht, genau. Die Geschenke haben sich ja am Anfang noch richtig gelohnt. Da gab es ja richtig noch eine Credits für. Dann, ja. Welcome to New Deal Shipyard. Essen. Ah. Woche. Das ist dann der letzte Stream dann vor deinem Stream, ne? Von der Ladies Night. Denk dran, Ladies Night. Ne? Ja, Bettinas Headset hat sich gerade ein bisschen verabschiedet. Genau. Am 26.02. ab 19 Uhr hier auf diesem Kanal die Ladies Night. Na, setzt also eure Damen vor die Rechner. Lasst sie einfach mal just for fun mitmachen. Ja, mitrennen, genau. Und dann gibt es natürlich den Abend auch hier für den Twitch-Chat ein kleines Giveaway. $10 Giftcard werden hier verlost. Es wird mal wieder eine Frage gestellt. Die gilt es zu beantworten. Und wer zuerst die richtige Antwort gibt, hat natürlich gewonnen. Nein, 42 ist es nicht, aber nah dran. Ganz nah dran. Nee, Bier ist auch nicht die richtige Antwort. Wieder runter. Nee. Nee, der hat sich komplett weggehängt wahrscheinlich jetzt. Na, kannst du ihn wieder ausschalten. Ja.
Dann gibt es das jetzt nur noch gleich aus einem Mikrofon. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir die Kiste mal wieder richtig aufladen. Ja, ich muss zum Admin und hierher, Mensch. Komme ich denn auf die Idee? Naja, das verkaufen wir gleich so nebenbei. Wir werden gleich noch das kleine Outro laufen lassen. Und währenddessen, ja, werde ich nebenbei den Raid vorbereiten. Wie gesagt, wie versprochen, werden wir heute mal zu ITS Tiger TV raiden. Dort, ja, gibt es verschiedene Spiele immer zu sehen. Genau, ja, Katsche. Genau, da Bettina ja im Moment irgendwie hier Headset-Probleme hat, ich soll dich nochmal lobend erwähnen, ne, dass du hier Alpha UEC bereitstellst. Genau, naja. Kann ja mal passieren, dass sich das Headset weghängt. Ja, genau. Ja, vielleicht lassen die Akkus auch so langsam mal nach. Genau, genau. Ist da auch ein Astro A50 dann hier noch. Perfekt. Gut, wie gesagt, wir lassen jetzt nochmal gleich ein kleines Outro laufen. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Sprechen jetzt zusammen in ein Mikrofon. Genau, bleibt gesund. Schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Space Bee. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, für diejenigen, die heute Nachmittag noch im TS sind oder heute Abend, dann werden wir uns bestimmt nochmal hören. Und ja, schönen sonnigen Sonntag, so wie es bei uns hier auch wunderbar sonnig ist. Wir werden erstmal gleich einen kleinen Happen essen. Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das nächste Mal werden wir mal gucken, was wir da so veranstalten im Vers. Da werden wir uns auch was überlegen. Vielleicht einmal die Schiffe ausrüsten und ein bisschen in der Gegend rumballern. Dann werden wir auch bei Zeiten mal wieder etwas zeigen vom Handeln, was wir da so machen, was sich überhaupt lohnt. So viel ist es ja nicht. So, ich bin jetzt auch auf der Station angekommen. Sehr schön. So, dann steige ich hier erstmal aus. So, dann kleines Outro und nebenbei raiden wir dann. Schönen Sonntag. Ciao und grüßt schön. Tschüss.